Servus Leute, bin ich wieder. Heute will ich mal mit euch über zwei Heftchen oder Bücher, je nachdem wie man es nimmt, sprechen. Und falls der Bock drauf hat, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit auf Facebook eine Werbung gekriegt für dieses Buch hier, für die Survival-Bibel. Und keine Angst, ich will euch jetzt kein Buch drehen oder irgendwas. Auf jeden Fall, das Buch, das geistert schon wirklich seit Jahren bei mir durch Facebook und eBay Kleinanzeigen und Spamfilter und bla bla bla. Also ich krieg da schon ewig lang Werbung dafür. Und habe das auch schon öfters gesehen. Hab einmal danach geschaut, glaube ich. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, das ist auch schon lange her. Auf jeden Fall war ich der Meinung, dass das Ding arschteuer war und habe es dann nicht wirklich weiter beachtet, sage ich mal. Und ich habe jetzt vor 2 Wochen oder so, habe ich hier auf Facebook eine Werbung gekriegt, inklusive Versand und allem drum und dran. Ich glaube 7 Euro, 7,50 € oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, da ich gern Sachbücher lese und gerade so Survival und Bushcraft und Krisenvorsorge und so Sachbücher dazu halt zu dem Thema lese ich gern. Da habe ich gedacht, das bestelle ich mir mal. Und ich kann mich da jetzt natürlich nichts draus zeigen. Aber ich habe mal hier durchgeschaut, also das Inhaltsverzeichnis, da ist schon einiges drin, muss ich sagen. Viel, viel Pflanze, viel über Nahrung, Feuer, verschiedene Sachen. Also da ist wirklich einiges drin, muss ich sagen. Es ist auch recht groß geschrieben. Also es ist jetzt nicht so viel, wie es dann wahrscheinlich im Endeffekt hier aussieht, aber es ist nicht wenig auf jeden Fall. Ich lese mir das Buch mal durch und wie gesagt, ich lese wirklich gerne so Bücher. Ich habe da viel vom Joe Vogel gelesen oder vom Walder, vom Kanal Tactical. Der hat gute Bücher geschrieben zur Krisenvorsorge. Oder was weiß ich, Backrills, früher viel Bücher gelesen und so. Ja, auf jeden Fall, das ziehe ich mir mal rein, dann kann ich euch ja nochmal sagen, ob es was taugt oder nicht. Aber eigentlich war das jetzt nur die Einleitung. Und zwar, mir habe heute den riesen Sturm, wo sie gebracht habe, wo jetzt wirklich 3, 4 Tage lang gehen soll, wo heute auf Baden-Württemberg kommt und es ist auch wirklich ordentlich draußen gerade was abgeht, da fliege ich schon die Sache rum. Und hat jetzt gepasst hier zu dem Buch und vor allem zu dieser Broschüre hier. Die werde die meisten kennen, denke ich mal. Die wird Ausgabe vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und es ist so der offizielle Leitfaden zur Krisenvorsorge. Würde ich jetzt mal sagen, viele können, nennen es auch Prepping, aber das ist immer so negativ behaftet. Ja, ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr Interesse dran habt, weil ich persönlich interessiere mich sehr für Krisenvorsorge. Ich bin jetzt zwar nicht gerade der übelste Prepper oder so irgendwas, aber ich finde es halt schon durchaus interessant, weil gerade momentan, wenn man es überlegt, also Wetter, die Stürme und alles nimmt ja immer mehr zu. Mir, also da wo ich jetzt wohne hier, Baden-Württemberg, badische Seite, mir ist eigentlich wirklich, mir sitze relativ hier mittig, sage ich mal. Also uns geht es wirklich gut. Aber wenn man schon ein paar Kilometer nach außen geht, Speyer, Hochwasser gerade, Germersheim, Hochwasser, Heidelberg, die komplette B37 überflutet. Das sind auch schon persönliche Krise, sage ich jetzt mal. Und Corona ist gerade groß hier Thema. Ob das jetzt so schlimm wird, wie SARS damals, das wird man sehen, hoffen wir es nicht natürlich, aber es ist auch Krise. Dann hatte ich hier jahrzehntelang Philipsburg vor der Haustür, Kernkraftwerk, wobei ich mir da persönlich keine Sorge mache in Deutschland um die Sicherheit von den Kernkraftwerken. Aber das ist auch so eine Sache. Und ja, ich finde einfach, dass man muss jetzt nicht hier der übelste Prepper sein, so wie bei den Amis teilweise, wobei ich das eigentlich auch geil finde. Die sind ja total verrückt dann, wie sie da ihre Bunker bauen und alles.
Aber das ist ja total übertrieben. Aber ich meine, so ein bisschen Krisenvorsorge finde ich eigentlich schon wichtig, persönlich. Und ja, da wollte ich euch einfach nur mal fragen, ob ihr da Lust drauf habt, dass wir da vielleicht was machen. Ein paar Videos oder so. Wenn nicht, schreibt mal rein, wenn ihr überhaupt nicht dran interessiert seid. Zum Beispiel die Broschüre hier, ich finde die wirklich saumäßig interessant und die kann auch was. Also die ist wirklich, die ist gut aufgebaut, schön übersichtlich. Ihr habt hier sogar eine Checkliste drin und so. Das Ganze ist dann, glaube ich, auf 14 Tage Vorrat aufgebaut. Also das kann wirklich was, das Teil. Und ich finde eigentlich auch, dass man da offen sprechen kann über das Thema, weil klar, auf der einen Seite heißt es immer die Prepper, die sind alles Verrückte und Rechte und was weiß ich alles, und Verschwörungstheoretiker und alles. Und auf der anderen Seite gibt es ja eine richtig gute Broschüre, woraus gewirkt wird. Also es scheint ja schon Sinn zu machen, würde ich sagen. Ja, gibt da auch gute Kanäle dazu. Also was ich zum Beispiel nur empfehlen kann, falls sich da jemand dafür interessiert für das Thema, ist auf jeden Fall der Kanal Tactical vom Walter. Ich mache auch mal einen Link rein hier in die Videobeschreibung. Ich glaube, das kann ich machen, ohne ihn zu fragen. Wenn nicht, frage ich ihn mal. Also der macht wirklich schon seit geraumer Zeit. Der hat früher, also die erste Serie, die er gemacht hat, war Bushcraft. Low-Cost Bushcraft, also wirklich monatlich, ich glaube, 20 Euro Budget oder so, wie man halt Bushcraft anfangen kann für wenig Geld. Hat mich persönlich, also ich habe mal die geschaut natürlich, die Videos, war einer von der ersten Kanäle, wo ich so richtig mitverfolgt habe. Und ja, der war viel schon immer mit Prepping gemacht und so, hat auch drei tolle Bücher schon rausgebracht, da kommt bald ein viertes. Und die Serie, wo ich wirklich nur empfehlen kann, ist, wenn man sich interessiert für Prepping oder für Krisenvorsorge, wie hieß das? Low-Cost Prepping, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall saumäßig interessant. Mit einem monatlichen Budget hat er sich da wirklich in so ein Notvorratslager aufgebaut, kann man sagen. Ist wirklich sehr interessant. Also ein anderer Kanal, den ich noch wirklich wärmstens empfehlen kann, ist Outdoor Chiemgau. Das ist der Stefan. Der macht, gut, hat jetzt auch wieder ein großes Video gemacht zum Coronavirus und so. Aber der macht meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gute Videos zum Thema Blackout. Und es ist auch so ein Thema, was eigentlich bei uns hier sehr präsent ist. Und der wird aber auch nicht gern drüber gesprochen eigentlich. Also ich komme aus der Elektrotechnik und das ist alles nicht so, nicht ganz so sicher, wie man gern hätte. Strom kommt aus der Steckdose und fertig. Das hat mit viel Faktoren zu tun. Ganz klar, Energiewende und die erneuerbare Energie, die sind halt doch sehr, sehr launisch, sage ich jetzt mal, bei ihrer Produktion. Dann die ganze Vernetzung mittlerweile in Europa und ja, hat viel Faktor. Also es ist nicht so ohne das Thema. Und ich finde trotzdem, man darf da nichts schwarz malen oder was weiß ich was. Das ist einfach, ich denke einfach, es hat was mit gesundem Menschenverstand zu tun, dass man sich ein bisschen auf was vorbereitet. Das hat jetzt auch überhaupt nichts zu tun, irgendwie, wie manche Leute sich hier zurückziehen und wirklich sozial komplett abgeschottet leben und Waffe horten und was weiß ich was. Das ist, naja, das ist, muss jeder für sich wissen, aber ich denke einfach so, wenn man mit dem Thema offen umgeht, wie gesagt, wird ja auch gefordert eigentlich oder empfohlen. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein wichtiges Thema und das sollte man offen drüber sprechen. Und ich sehe es einfach so, wenn wirklich irgendwas ist, ob das jetzt ein längerer Stromausfall ist, ob das jetzt wirklich irgendwas mit Krankheiten zu tun hat, so wie Corona oder sonst irgendwas, wobei für mich eigentlich das einzige Vorstellbare wirklich ein längerer Stromausfall ist. Und da wird es mir persönlich, wird es mir einfach nur darum gehen, dass, sagen wir mal, wenn ein Stromausfall 2, 3 Tage wäre, was lang ist, was wirklich lang ist. Aber ich spreche jetzt natürlich nicht von ein paar Stunden, weil das ist ja kein Problem, aber man weiß ja nie, wann der Strom wieder zurückkommt. Und wenn wirklich mal ein Stromausfall wäre von 2, 3 Tagen, hätte das wirklich katastrophale
Folge bei uns in Deutschland, gerade für die Wirtschaft und alles. Und mir geht es einfach nur darum, ich bin keiner von denen, wo glaubt irgendwie, dass der Strom wirklich Wochen oder Monate lang weg sein könnte oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es ja den schönen Roman Blackout, was auch wirklich gut recherchiert ist und alles. Aber ich finde, ich glaube trotzdem, so ein wochenlanger Stromausfall. Also ich persönlich kann das nicht vorstellen. Aber 2-3 Tage würde wirklich reichen, dass die Kacke am Dampf ist. Dass es wirklich massive Probleme gibt. Und ich denke dann einfach, wenn man wirklich auf 14 Tage oder mehr als auf eine Woche vorbereitet ist auf irgendwas und dann kommt ein Stromausfall von 3 Tagen, dann geht es mir persönlich einfach nur darum, dass ich in den 3 Tagen zusammen mit meiner Familie daheim hocke und mir um nichts Sorge machen brauche. Ganz einfach. Und wenn das jeder macht, dann braucht man uns keine Sorge machen, dass irgendwie draußen die Leute durchdrehen nach 2 Tagen, weil sie kein Essen und Trinken mehr haben oder frieren oder was weiß ich was. Deswegen verstehe ich nicht, warum das immer alles so in den Dreck gezogen wird hier. Krisenvorsorge und so, das ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig. Und früher war das gang und gäbe, also die Omas und die Opas, die haben... Das war alles Prepper, wenn man es so sehen will. Also die sind nicht abends um 9:30 oder was weiß ich was zum Rewe gegangen, wenn sie Hunger gehabt haben. Das ist also das war früher einfach normal, dass man ein bisschen was davor daheim bevorratet hat. Oder genauso, ich sag mal, jeder, wo eine kleine Speisekammer daheim hat, der ist ja auch schon ein Prepper, würde ich jetzt mal so sagen. Und der hat ja eigentlich auch keine Probleme. Und wenn ich halt Wasser hole, dann hole ich mir halt keine Flasche Wasser, sondern hole mir, was weiß ich, 2-3 Kiste. Das ist ja eigentlich ganz normal. Oder Tetra-Packs. PT-Flasche, die gesunde Plastikflasche, ihr wisst ja. Nee, und ich wollte euch einfach nur fragen, habt ihr Bock da drauf? Sollen wir da irgendwie was machen, Videos oder so? Interessiert euch das überhaupt? Wenn nicht, lassen wir das, überhaupt keine Frage. Mich persönlich interessiert es halt. Und ich könnte mir eigentlich gut vorstellen, da ein paar Videos drüber zu machen. Ja, also mir wird es Spaß machen. Aber ich mache das mal wirklich davon abhängig, was ihr hier mir dazu schreibt. Ansonsten, wie gesagt, das kann ich nur empfehlen. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr am Internet bestellen. Schaut es mal hier rein. Das ist die Stelle, wo man es bestellen kann. Das ist wieder so ein Megasatz. Das hier, keine Ahnung. Ich lese die Tage. Oder vielleicht auch erst im Urlaub. Schauen wir mal. Falls was taugt, kann ich euch ja Bescheid sagen. Ja, und das war jetzt genug Gelaber. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel genervt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht's gut, gell? Also bis dann. Ciao.